Ganz oft werde ich von Neuhundebesitzern oder jedenfalls die, die es werden wollen, gefragt, was würdest du eher empfehlen für uns, eine Hündin oder einen Rüden? Das ist so die Gretchenfrage. Also, im Endeffekt kann man das nicht pauschalisieren. Ihr müsst gucken, was besser zu euch passt. Es gibt gewisse Kriterien, die sind bei jedem Rüden und bei jeder Hündin so, einfach das Biologische. Aber ihr müsst auch schauen, dass vieles, was es so, also da gibt es auch viele Videos dazu oder irgendwelche Blogartikel, wo einfach so über den Kamm geschert wird, was nicht funktioniert. Also was nun mal Fakt ist, wenn ihr euch eine Hündin holt, die Hündinnen werden zweimal im Jahr läufig. Für ungefähr so 3 bis maximal 4 Wochen haben die dann ihre Tage. Wie gesagt, es ist zweimal im Jahr. Also wäre es super, wenn ihr nicht unbedingt ganz weißen, wichtigen Kaschmir-Teppich in der Wohnung habt, wo dann eure Hündin Blutstropf hinterlässt und ihr dann total todunglücklich seid und die Oma euch enterbt und dann ist das alles ganz schlimm. Deswegen würde ich euch vorschlagen, dass ihr dann vielleicht eher so Fliesen oder anderen abwischbaren Boden habt oder der Hund dann einfach in die 2, 3 Räume, wo weißer Teppich ist, nicht rein darf in der Zeit. Es gibt so auch diese Höschen, die man dem Hund anziehen kann, aber ich finde die jetzt nicht so prickelnd, aber das wäre dann auch noch eine Lösung. Also wie gesagt, zweimal im Jahr müsst ihr dann auch aufpassen, wo ihr langlauft. Also das heißt, wenn ihr jetzt ungefähr 50 Rüden in der näheren Umgebung habt als Nachbarn und ihr lauft dann mit eurer läufigen Hündin hin und her vorbei, ist das ein bisschen fies für die Rüden, die hinterm Zaun stehen, so, oh, lasst mich zu dem geilen Vibe da raus. Deswegen seid fair zu den anderen Hundebesitzer, fahrt halt ein Stückchen raus, wo nicht so viele Hunde sind, geht dort mit eurer heißen Lady spazieren, weil die Rüden dann wirklich sehr hormongesteuert sind. Die Mädels sind in der Zeit auch, also was ich beobachte, relativ zickig. Na, ja. Das heißt, die sind dann relativ schlecht gelaunt, auch anderen Mädels gegenüber, weil sie einfach so ein bisschen Konkurrenzdenken haben. Das ist so das, was ihr bei Mädchen beachten müsst. Wer sagt, ach, dann kastriere ich das Mädel halt und dann wird die nicht mehr läufig, das finde ich unter aller Kanone, macht das nicht. Da mache ich auch mal ein Video drüber, was ihr mit eurem Hund da macht, wenn ihr das einfach mal schnippelschnapp kooperieren lasst, wegen eurer Bequemlichkeit. Da lasst das bitte sein und kauft euch irgendwie ein neues Smartphone und kein Hund. Die Rüden, die werden nicht läufig, das ist der Vorteil bei den Rüden, aber wenn ihr zum Beispiel wahnsinnig viele Hündinnen um euch herum wohnen habt, die dann alle paar Monate alle mal läufig werden, weil die machen das ja nicht alle schön zusammen, die Rüden sind dann die ganze Zeit, das ganze Jahr über relativ auf Trab, wenn ihr wie gesagt sehr viele läufige Damen in der Nähe habt. Das heißt, der ist dann nicht zweimal im Jahr läufig wie die Mädels, sondern er guckt dauernd mal nach den Mädchen. Wenn ihr einen Rüden habt, der sehr entspannt ist, ist das eigentlich gar nicht so schlimm, weil es gibt Rüden, die merken zwar, hey, da ist jemand läufig in der Nähe, gehen aber nicht näher drauf ein. Aber es gibt dann auch wirklich ganz schlimme Casanovas, die relativ leiden, wenn sie merken, oh, da ist ein Mädel in der Nähe und das ist läufig und ich kann nicht hin. Das wäre dann eher nicht so günstig. Deswegen, ein Rüde, wie gesagt, hat das eigentliche Problem nicht, aber dann halt, wenn ihr viele Mädels in der Umgebung habt. Wenn ihr eh einzeln wohnt irgendwo draußen oder in einer Wohnung, wo zwischendurch kein Mädelskontakt herrscht über den Zaun hinweg, ist das natürlich nicht so schlimm. Ne? Ja. Was man nicht pauschalisieren kann, ist die Erziehbarkeit. Viele sagen, ah, vielleicht sind ja die Mädels kuscheliger und anhänglicher. Das ist nicht so. Unsere Rüden kuscheln genauso und sind genauso verschmust wie unsere Mädels. Da nimmt sich keiner irgendetwas. Und es ist auch nicht so, dass die Jungs dominanter sind als die Mädchen. Das heißt hier, die Akira zum Beispiel ist ein total dominantes Weibsbild. Also das heißt, die hat hier das Rudel voll im Griff, ist ein totales Alpha-Tier. Und zeigt den anderen gern mal, wo der Hammer hängt. Und keiner würde sich mit Akira anlegen. Der zieht definitiv den Kürzeren, auch kein Männlein. Und deswegen, also diese, sage ich mal, sehr emanzipierte Frau ist schwerer erziehbar als zum Beispiel jetzt ein sehr lieber Rüde. Also zum Beispiel der Cooper ist zwar auch ein sehr dominanter Rüde, aber ist überhaupt nicht so nach dem Motto, ich teste mal aus, wo meine Grenzen sind und guck mal, wo Frauchen heute steht und morgen und so weiter. Sondern Coop ist eigentlich so einer, der ziemlich witzig drauf ist. Er versteht sich nicht so gut mit anderen Rüden. Aber zu mir absolut kein Machtverhältnis, Machtausteste-Verhältnis überhaupt nicht. Also deswegen lasst euch das bitte nicht von anderen Hundebesitzern einreden, dass man sagt, oh, Jungs sind schwer zu erziehen, Mädels voll easy. Kommt auf den Charakter an. Wir sind auch alle unterschiedlich. Es gibt bei uns auch voll die Machos, die voll einen auf cooler Macker machen. Und es gibt welche, die total sensibel sind bei den Männern. Und es gibt auch Frauen, die voll jedes Fettnäpfchen mitnehmen und als Gegenteil von sensibel sind und totale Zimtzicken. Und so ist es auch bei den Hunden. Also ihr müsst einfach schauen, vom Charakter her kann man das nicht vom Geschlecht her irgendwie festlegen. Wer sagt, Mädchen sind zickiger, da gebe ich recht. Also das ist vielleicht noch ein Kriterium, wenn ihr sagt, ja, ich mag jetzt das Gezicke nicht. Also die zicken nicht mit uns rum, aber Mädels untereinander können biestiger sein als Jungs untereinander. Ist jetzt aber unsere persönliche Erfahrung, dass wenn zwei Männer sich streiten, ist das Re-Wrestling, es ist eine große Show und es sieht immer gut aus, aber die tun sich weniger weh, sind ja Männer.
Und bei Mädels, da geht's heiß her. Also wenn zwei Mädels kämpfen, da so huiuiuiui, da fällt das manchmal schwer, sich rauszuhalten, zu sagen, die klären das schon. Die sind auch nachtragender als die Rüden, hat man manchmal das Gefühl. Also da sind die Rüden um einiges angenehmer als die Mädchen. Aber auch das kann man nicht pauschalisieren. Es gibt genauso zickige Mannsbilder da draußen. Egal ob vierbeinig oder zweibeinig, das ist völlig egal. Aber jedenfalls, richtig loslegen tun bei uns mehr die Mädchen. Bei den meisten Hunderassen ist es schon so, dass die Jungs ein bisschen größer und stämmiger sind und die Mädchen ein bisschen kleiner und zierlicher. Also falls ihr optisch gerne was Kleines, Zierliches haben möchtet, dann wäre vielleicht ein Mädchen besser. Wenn ihr lieber was Wuchtigeres und Haarigeres haben wollt, ist vielleicht ein Junge wieder angebrachter. Aber selbst da kann man es nicht verallgemeinern. Wer unsere Bonnie schon gesehen hat, jetzt ist sie gerade nicht da. Die ist sehr groß und kräftig für ein Mädchen. Die Rehwin wieder klein und zierlich. Also da gibt es auch wieder Unterschiede. Von daher, schaut euch einfach, wenn ihr irgendwo einen Hund in der Annonce seht oder im Tierheim seid. Schaut nicht nach dem Geschlecht, ob der jetzt Olaf oder Olafine heißt, sondern schaut einfach, was sagt euer Bauchgefühl. Stimmt die Beziehung zu dem Hund? Könntet ihr euch vorstellen, mit dem Hund Jahre zu verbringen, Tag ein, Tag aus? Und wenn euer Bauch und euer Herz sagt ja, dann ist es auch der richtige Hund. Und deswegen lasst euch nichts erzählen, ich will lieber Mädchen, lieber Rüde, sondern schaut einfach nach eurem Bauch. Wie habt ihr das gemacht, als ihr euren ersten Hund euch ausgesucht habt? Seid ihr nach dem Geschlecht gegangen? Habt ihr gesagt, ich brauche ein Mädchen oder nee, ich will einen Rüden? Oder habt ihr einfach gesagt, ich nehme den da und dann habt ihr erst erfahren, ob es mit oder ohne mehr oder weniger ist? Und mich interessiert, schreibt es in die Kommentare. Klar, wenn ihr jetzt mehr Hundehalter seid, ist es logisch, dass man dann ein bisschen guckt, okay, was passt zu meinem Ersthund? Wie sieht dann der Zweithund aus? Das ergibt mehr Sinn, aber da gehe ich dann auch nochmal auf ein extra Video ein für die Mehrhundehalter, was da mal praktischer ist. Genau, mich interessiert eure Meinung, schreibt sie in die Kommentare, ich freue mich. Und jetzt muss die Rehwin auch mal wieder irgendwann aufhören, mich abzulecken, vielleicht später. Okay, bis bald und wenn ihr einen Videovorschlag habt, schreibt es auch in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail, das ist die E-Mail-Adresse info@nature-trace-events.de und bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, Hund. Also würde ich nie mein Gesicht waschen, ist dir das klar? Das kommt nicht gut rüber.